So, hallo, willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Und zwar wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, wie wir denn so eine Litho-Lightbox machen, also ein Lithophan erstellen, welches wir dann nachher in unsere Lightbox einfügen, damit wir ein schönes individuelles Bild haben, was sich natürlich super eignet als Geschenk. So, das ist erstmal hier meine Lightbox, die ich erstellt habe. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal hier mit dem Lithophane an sich. So, das ist... Ich zeige das mal hier nochmal genau. So, das ist unser... manchmal hakt das natürlich ein bisschen. So ein Lithophan verlangt unserem Laptop einiges an Leistung ab. So, also hier können wir das mal sehen. Das wollen wir ja drucken. Das ist dieses hier. So. Das ist unser Stück, was wir erstellen wollen. Dazu müssen wir natürlich erstmal ein Lithophan erstellen. So, das machen wir, indem wir auf die Seite 3dp.rocks-lithophane gehen, wie man hier sieht. Und dann haben wir hier ein paar Einstellungen dazu. Gibt es zu sagen, hier kann man einstellen die längste Seite des Bildes, was wir erstellen wollen. Da kann man nachher mit rumspielen, um zu sehen, wie dieses Lithophane, was wir hier erzeugen, dann in unseren Rahmen hineinpasst. Manchmal kann man das ein bisschen vergrößern oder verkleinern, je nachdem, wie wir es haben wollen. Ich habe es jetzt mal hier so eingestellt, wie es für mich schon ganz gut passt. Hier können wir noch die Dicke einstellen, also die Stärke des Bildes. Umso dicker das ist, umso mehr Details sieht man natürlich. Und hier haben wir zum Beispiel noch 0,3 mm für die dünnste Stelle des Bildes. Das kann man auch 0,5 machen. Ich empfehle so 0,3 bis 0,5. So, alle anderen Sachen würde ich so lassen. Das sieht soweit ganz gut aus. Und bei den Image Settings müssen wir auf jeden Fall hier positiv Image haben und den Rest auch so, wie ich es eingestellt habe. Das passt dann alles ganz gut. So, jetzt müssen wir erstmal unser Bild aussuchen, welches wir natürlich auf unserem Computer liegen haben. Dazu suche ich jetzt das Bild aus. Das wird direkt hier hochgeladen und schon wird daraus ein Lithophan erstellt. Ich habe hier gewählt Flat, ja, also das ist dann einfach wie ein Rechteck. Es gibt hier natürlich auch andere Sachen, die jetzt aber für uns gar nicht relevant sind. Wir brauchen einfach erstmal dieses Rechteck, was wir dann ja in Fusion 360 bearbeiten wollen, damit es in unseren Rahmen hineinpasst. So, dann können wir das mal downloaden. Zack, ich habe es hier schon gedownloadet, deswegen brauche ich es nicht nochmal machen. Und dann gehen wir mal zu Fusion 360 über. Das ist unsere fertige Box, die wir ja haben. Ich zeige sie nun nochmal, damit man sieht, worum es sich handelt. Und wir wollen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, mit dem Rahmen hier. Das ist unser Rahmen. Dieser Rahmen, der passt nachher exakt in die Lightbox, in unsere 3D gedruckte Lampe. So, und diesen Rahmen müssen wir natürlich verbinden mit dem eben zuvor erstellten Lithophan. Das machen wir so. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Einfügen, auf Netz einfügen, dann suchen wir das
Er stellte die Tofahren raus, das haben wir hier. Und jetzt erscheint es hier. Dann können wir das schon mal in Position bringen. So, dass es überall gut passt. Hier unten, hier ist noch eine kleine Lücke frei, oder? Moment, mal von oben genau gucken. Ja, hier ist eine kleine Lücke frei, also muss das natürlich noch einen ganz kleinen Tick runter. So, das sieht gut aus. Und oben, wir haben das oben, oben sieht es auch gut aus. So, bedingt durch unseren Rahmen, den wir hier erstellt haben, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das kann ja individuell alles Mögliche sein. Das ist ja, kommt ja darauf an, was ihr daraus entwerft für eure Lampe. Hier geht es jetzt um das Herz. Und bedingt, so wie ich das gemacht habe, müssen wir jetzt hier einmal das Ganze nochmal umdrehen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es am besten umdrehen. So, zack, einmal 180 Grad gedreht, weil das ist nämlich der Rahmen, wird ja auf den Kopf gedruckt und das hier ist praktisch unten und das andere ist oben. Also jetzt ist es oben. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man das macht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das eigentlich ganz klar. So, jetzt ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das Netz hier, ja, das ist ja ein Netzkörper, dass wir den ein wenig skalieren. Und zwar wollen wir, nee, nicht skalieren, sondern reduzieren. Wir wollen die Dreiecke, das Netz besteht aus ganz vielen Dreiecken, und die wollen wir ein bisschen weniger machen. Da drücken wir dann hier ändern auf reduzieren und dann, das kann alles so bleiben, das ist adaptiv und dann haben wir die Proportionen, die können auch so bleiben auf 25 und dann drücken wir auf das Netz muss ausgewählt sein, das ist klar und dann drücken wir auf OK. Dann arbeitet er ein bisschen. So, und es ist reduziert. Das geht jetzt hier bei meinem Laptop relativ schnell, weil das ist hier wirklich so ein High-End-Ding mit einer super Grafikkarte. Wenn man natürlich jetzt einen älteren Laptop hat, der vielleicht 2-3 Jahre alt ist, dann kann das auch schon mal 10-20 Minuten dauern. Da muss man einfach wirklich Geduld haben und auch nicht rumdrücken, weil Fusion hängt sich ganz gerne mal auf. Und von daher muss man dann einfach wirklich abwarten. So, jetzt haben wir das Netz reduziert. Jetzt haben wir einen weiteren Schritt. Und zwar, ich muss das hier jetzt ja mit dem Rahmen zusammenbringen, aber es ist noch nicht ganz in Position. Man sieht jetzt hier mal schön die Erhebung und so. Das ist ja das Lithophan, was gedruckt wird. Jetzt gucken wir mal mit der Analyse, die ich schon eingestellt habe. So, jetzt müssen wir praktisch unsere Platte unserer Lithophan müssen wir jetzt auf die Höhe von dieser Kante bringen. So, das machen wir am besten so. Verschieben. Jetzt muss man gucken, am besten machen wir hier Maß. Vielleicht Punkt zu Punkt könnte ganz gut gehen. Ersten Punkt auswählen. Zweiten. Haben wir jetzt den zweiten ausgewählt? Gut, was ist jetzt passiert? Nee. Alles wieder zurück. Moment, dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir das nach Augenmaß.
Dann ziehen wir es hier runter. So, das sind, machen wir mal hier 1,3. Das sieht dann ganz gut aus. So, ich gehe mal näher ran. Gucken wir das mal. Das passt ja schon mal. Das passt ja genau. Okay, gut. Da kann es liegen. Das ist sehr gut. Und jetzt machen wir erstmal aus dem Netz ein Körper, weil der Rahmen hier ist ja schon ein Körper und wir wollen den Rahmen, unser Herz, verbinden mit dem Netz. Das geht nur, wenn beides Körper sind. So, die schalten wir mal wieder aus. Jetzt gehen wir auf Ändern und gehen auf Netz konvertieren zu einem Körper, einem Volumenkörper. So, jetzt wählen wir den Körper aus. Das ist natürlich hier unser Lithophan. Da macht er hier, gibt er direkt eine Warnung raus, dass das ewig lange dauern wird und so weiter und so fort. Das muss man aber einfach machen und abwarten. So. Bei mir geht es relativ schnell. Bei meinem alten Laptop hat es auch schon mal, hat es auch schon mal eine halbe Stunde gedauert. Also, da muss man einfach Geduld haben. So. Es ist, warten kurz. Er arbeitet und jetzt ist er fertig. Zack. So, das sieht soweit ganz gut aus. Man sieht, manchmal hakt es immer ein bisschen. Das ist wirklich für unsere Grafikkarte höchste Leistung. Also, ja. So, jetzt haben wir, Moment, das ist unser Körper, das ist das Herz, so. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Platte auch nochmal zurechtschneiden. Dafür habe ich hier schon mal eine Skizze angelegt gehabt. Also ich denke, das muss ich jetzt nicht zeigen, wie man eine Skizze anlegt. Wir brauchen natürlich hier von unserem Rahmen brauchen wir diese Kante hier und die als Schnittkante. Das ist dann diese hier. Ich zeige das jetzt mal eben. Ich schalte mal eben die Körper aus. Zack. Und das hier ist unser Schnitt, den wir jetzt auf den Körper anwenden. So. Den wenden wir jetzt mal an auf unser Lithophane. So. Und hier müssen wir wieder zu Volumenkörper. Und jetzt gehen wir auf muss jetzt gerade mal gucken. So, auf wo haben wir stehen geblieben? Körper teilen. So. Den Körper, den wir teilen wollen, ist der hier. Und unser Teilungswerkzeug ist unsere Skizzenkurve. Müssen wir auch alles auswählen. Okay, das ist manchmal ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Da muss man das mal öfter anwählen. Warum nimmt er das jetzt nicht ganz? Ah. So, jetzt haben wir es ganz.
Das muss man manchmal wiederholen. Da ist Fusion oder Fusion ein bisschen manchmal sensibel. So, jetzt können wir das teilen. Ich bin auch immer gerne offen, wenn ihr andere Wege habt, bessere Wege, einfachere, mir das mal in den Kommentaren auch zu schreiben, so dass wir hier vielleicht diesen ganzen Prozess mal optimieren. So, ich drücke jetzt auf OK. Das dauert auch wieder ein bisschen. Ich guck mal, dass wir das jetzt einfach mal eben durchlaufen lassen. Allzu lange sollte es nicht dauern. Ich will jetzt hier auch nicht drücken. Manchmal stürzt es sonst einfach ab. Wir sehen jetzt hier natürlich gleich, dass er diesen Körper hier teilt. Und dann, ja. Okay, ich verkürze euch mal eben die Zeit, indem ich mal eben auf Pause drücke. So, weiter geht's. Es hat jetzt auch bei mir ungefähr 3 Minuten gedauert. Und jetzt haben wir natürlich einen neuen Körper, weil der ist ja geteilt. So, und den hier brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Das ist jetzt geschnitten. Das ist jetzt unser, praktisch unsere Basisplatte. Und die verbinden wir jetzt mit unserem Rahmen. So. Ne, den natürlich nicht. Das ist ja der Rahmen. So, das ist der Rahmen. Ich zeige das hier nochmal mit der Analyse. Dann sieht man das nochmal ganz schön. Ja. Bisschen hakelig hier alles. Also, das ist irgendwie wirklich sehr rechenintensiv, diese ganze Sache. So. Jetzt tut sich gerade nichts. Ich will jetzt auch nicht drücken. Okay, ich... So, jetzt geht's. So, man muss immer warten. Wenn man da jetzt zu viel drückt, dann wirklich, man muss wirklich einfach warten, bis Fusion da einfach fertig ist. Ne? So, hier haben wir jetzt unsere 2 Körper. Den haben wir richtig schön geschnitten, dass der mit dem Rahmen zusammenpasst. Ich zeige das nochmal. Zack, das ist unser Rahmen. Körper, Rahmen weg, zack. So, Analyse an, aus, so. Und jetzt verbinden wir beide miteinander, dass wir einen Volumenkörper bekommen, den wir dann am Ende ausdrucken können für unsere Lampen. Und zwar machen wir das so, hier oben gehen wir einfach auf Kombinieren und wählen den Zielkörper. Das ist jetzt egal, wie rum, manchmal wir nehmen einfach jetzt den Rahmen so und den Werkzeugkörper nehmen wir jetzt dann den. So, ja, da müssen wir auch wieder einen Augenblick warten. Also bei diesen Lithophanen erstellen ist wirklich auch ein bisschen Geduld angesagt, damit das alles funktioniert. So, was macht er jetzt? Ich setze euch mal ganz kurz auf Pause. Ah, nee. Okay, jetzt hat er es schon gewählt. So. Jetzt können wir auf OK drücken. Ja. Jetzt müsste es eigentlich losgehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also üben wir uns hier ein wenig in Geduld. Ich werde euch mal eben auf Pause setzen. Ah, nein. Ja, jetzt ist er gleich soweit. Man sieht hier unten, er rechnet. Er muss es ja erstmal alles auswählen und so weiter und so fort. Und jetzt hat er es auch schon gemacht. Okay, man muss wirklich einfach nur Geduld haben, darf nicht drücken. Aber das habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. So,
Und hier haben wir jetzt unseren Körper, den wir drucken können. Ne? Das hier ist oben, es wird so rum auf der Druckplatte gedruckt, so rum, auch horizontal drucken wir unser Lithophan, was sehr gut funktioniert. Und das ist jetzt im Grunde genommen der erste Teil für unsere Lithobox. Ich hoffe, dass ihr das soweit nachvollziehen könnt und würde mich über Kommentare freuen, über Fragen, über dieses ganze Gedöns, Glocke, Abo, keine Ahnung. Alles gut, nehme ich alles mit. Und denkt dran, wir haben hier auch eine Facebook-Gruppe, die sich speziell mit den Themen von Lightboxen auseinandersetzt. Verbesserungsvorschläge, Problematiken und so weiter und so fort. In dieser Gruppe kann man Fragen stellen und einem wird dort geholfen. So, also ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Teil.